Es ist ein emotionaler Moment, auch für den ukrainischen Präsidenten. Die Nationalflagge im zurückeroberten Izium wird gehisst. Zuvor war Selenskyj durch die zerstörte Stadt gegangen. Der Anblick ist sehr erschreckend. Aber es ist kein Schock für mich, denn wir haben die gleichen Bilder schon in Bucha gesehen, in den ersten von der Besetzung befreiten Gebieten. Es war das Gleiche, zerstörte Gebäude, getötete Menschen. Selenskyj bedankte sich bei seinen Soldaten. Die ukrainischen Truppen haben seit Anfang des Monats zahlreiche Orte in der Region Charkiw wieder unter ihre Kontrolle gebracht. So wie auch Balaklia. Auch hier werden die Spuren russischer Besetzung sichtbar. In der örtlichen Polizeistation sollen russische Truppen Ukrainer eingesperrt haben, so die Polizei. Hier haben die Gefangenen an die Wände geschrieben, wie viele Tage sie hier verbracht haben. Eine Person schrieb 72 Tage. Auf Facebook spricht er von einem Folterlager. Die Russen hätten immer mindestens 40 Menschen gleichzeitig eingesperrt, Personen, die beim Militär dienten oder dort Verwandte hatten. So wie dieser Mann, der mit Vornamen Artyom heißt. Auch er sei Opfer von Folter geworden, berichtet er. Ich bekam zwei Drähte, die an einem Stromgenerator befestigt waren. Je schneller der Mann ihn drehte, desto höher war die Spannung. Er drehte und drehte und sagte, nicht loslassen, sonst ist das dein Ende. Die Menschen haben viel durchgemacht hier. Nun sind sie erleichtert, dass die ukrainischen Truppen ihre Stadt befreit haben.